Jetzt oder wie? Da feile ich jetzt. Hick, nun, hick, et. Was ist jetzt los? Hick, naja, Ordnung, ein bisschen Bewegungsfreiheit. Der hat auch noch diese langen Kniestrümpfe an. Ich werde. Ja. Bewegungstalent ist Bewegungstalent. Ah, die Turncoachen. Was hättest du denn gemacht, wenn ich jetzt. Wenn ich es richtig sage. Ach so, okay, die Schläppchen. Ich hab die paar Schläppchen mit Schläppchen der. Die sehen zwar nicht so schön Schläppchen aus. Schläppchen in 47 oder wie? Muss man das Band vorher oder hinter? So oder so? Nein, schon so. Der genau. Kriegt nicht mehr die Schuhe an, geschweige denn, dass er turnt. Aber wir haben so ein schönes Kostüm für dich gehabt. Das war gold, schwarz, eng. Ah, wo? Aber das hast du hast gib ihm geweigert. So ein Fähnchen, hast du so ein Ding? Ja, natürlich, ich weiß davon gar nichts. Das heißt Band, Gymnastik. Band. Ich okay. Möchte protestieren hier. Däuserband. So, erstmal raus damit. Das. Ja, bitte. Das sieht schon sehr elegant aus. Wie sieht's mit aus mit Spagat? Spagat? Kein Problem. Ja. So, nimm einfach eins. Du musst auch, es gibt A- und B-Note, weißt du, mit für Ausstrahlung. Den künstlerischen Ausdruck. Genau, mit Ausstrahlung kannst du einiges wegmachen, was du nicht körperlich kannst. So, wie wär's mit Werfen? Das mich oder das Band? Das Band. Okay. Ja, schieß die. Ja, wir können ich gehe auf Tour mit Holiday on Ice. Du kannst mit auftreten. Wir können ein Duo machen. Das war mein Traum von ja. Jugend an. Ich glaube nicht, dass alles das zu steigern alles. Ist. Und jetzt noch ein Bein hoch, Günther. Es wird, ja, endlich lebt der Mann sich mal auf. Man sich am Ende seiner Frau festhalten. Na, bitte. Kann. Ist die Hauptsache. Okay. Oh! Ja, das muss für den Moment reichen. Ich bin. Tim. Hallo. Servus. Hallo. Christina. Bitteschön. Guck mal, ich passe auch schön zur Dekoration. Du bist auch in lila. Pink. Und den Bademantel. Pink. Wir hatten bei den Proben, wir müssen es einfach erzählen, gell? Das war ein Bademantel, also da hätte nicht mal Günther gut drin ausgesehen. Und dann 19 Euro hat der gekostet, Preisschild war noch dran. Also Gebührengelder werden bei uns nicht rausgeschmissen, aber das konnte man dir nicht antun. Das ist der für 25 Euro jetzt. Und der das ist schon. Weiß ich gar nicht. Ja, so, ich mache ein bisschen hier, na, schon alles, ist ja alles in Ordnung. Ich bin schon wieder alles hier human. Als Anstandsdingen tätig. Muss ja nicht jeder sehen, was ich sehe. Kim, ist der Schaum okay? Natürlich brauchst du von irgendwoher die Musik? Ja, stimmt. Ist egal, wie rum. Ist okay, ist egal, wie ja. Rum. So. Nur drauf. Okay, so? Ja, bestens. Gut. Dann, also, Kim sitzt, Christina ist konzentriert. Dann sage ich, top, die Wette gilt. Und hier ist Ente Nummer 1. Die Zahlen sind natürlich nur für uns. Die helfen der Kim nicht. Das ist von Tokyo Hotel der letzte Tag. Und es ist der letzte Tag, richtig? Tokyo Hotel. Okay, okay, eindeutig. Was hätte es anderes sein sollen? Und Ente Nummer 2. Pink mit So What. Das ist Pink mit So What, richtig. Sehr gut. Ja.
Eindeutig. So geht's also. Ente Nummer 3. Marmorstein und Eisen. Übers Ende der Welt von Tokyo Hotel. Ah. Ende der Welt von Tokyo Hotel. Symphonie von Silbermond. Na, das ging aber flott. Aber ist es richtig oder nicht? Es ist richtig. Symphonie Silbermond. Ja. Vorsichtig nicht, dass du hier noch einen Schlag bekommst. Schau mal, wer da kommt. Die Damen. Vielen Dank, so. Die wollten nicht in die Wanne. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du deine Wette verlierst, kommt der Fischwagen. Jo! Oh Mann! Gut. 50-50 Chance. Ja oder nein? Ach, zwei Herzen schlagen gar in meiner Brust. Natürlich würde ich gerne sehen, dass auch mal so eine Falle zuklappt, ja? Er schafft's nicht. Er schafft's nicht? Nein. Wir werden ihm das Gegenteil beweisen. Jawohl. Wir kaufen ihm keinen Fisch ab. Nee. Du bist soweit? Mhm. Konzentration. 50 Mausefallen in 90 Sekunden. Es müssen 10 mindestens, also es dürfen nur 10 zuschnappen. Eine muss mindestens, das will ich sehen. Und sage jetzt, top, die Wette gilt. Eine Minute. Ah. So, nehmen Masochisten ihr Viagra. So, das sieht gut aus. Ah. Oh. Oh. Das sieht gut aus, aber Moment, Moment. Hast du mitgezählt? So, wir müssen noch abrechnen. Hier ist noch eine drin. Die liegt noch drin hier. Und jetzt, Moment, wir haben noch zu früh gejubelt, aber ich glaube, alle sind raus. So, das heißt, das dürfen nicht mehr als 10 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, oh. Wette gewonnen. Eine hätten wir noch hier zum Probieren. Ja, kannst du das nur mit der Zunge? Ja, momentan schon. Ja. Was passiert denn? Hey. So. Der Fischwagen ist da. Also, Leute. Wetteinlösung. Darf ich aber rein erstmal, ne? So. So. Offenburg, macht mir mal keine Schande. Jetzt geht's los. Macht einmal kurz die Augen zu. Kurz die Augen. Alle die Augen zu machen. Ihr riecht nach Schweiß, nach Bier, alles, was man so hat. Ihr wollt nicht ins Bett. Es ist morgens 5 Uhr. Ihr geht auf den Fischmarkt. So fühlt ihr euch jetzt. Augen auf. Alle Augen auf. So. Und jetzt geht's los. Kommt her, kommt her, kommt her. Alle, 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 alle.
Gib nicht nur einen hier für 10, nein, den dazu und den auch noch on top. Komm her, komm, Papier dazu. Machen wir doch hier die Bürgermeisterin endlich nach Fisch in Offenburg. Komm, oh, da fällt er runter hier, das behalten. Kein Problem, wo sind die alle? Komm her, holt euer Geld raus, Mensch, Geld, 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 Geld. Geld regiert die Welt, euer Geld ist mir auch nichts mehr los. Komm her, 20 Euro, da kriegst du die und noch den oben drauf. Und guck mal, der guckt so süß, den kannst du auch haben. Hier, für 20 Euro, nimm mit das Teil. Leute, Mensch, das Geld ist morgen nichts mehr wert. Und jetzt komm mal her, jetzt komm mal her. Jetzt auch noch mal, hier, du hängst fest. Ja, komm mal her. Wer sieht denn hier so aus? Komm mal her. Ja, ja, bist mal riechen, das ist nicht schön, ne? Das ist nicht schön. Komm du mal her, komm mal her. Du siehst aus, wenn du Fisch magst, ne? Ja. Magst du Fisch? Komm her, komm, 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 komm. So, hast du Geld? Oh. Da fällt er schon hin, bevor es losgeht. Hast du Geld dabei? Ja, klar. Setz dich wieder. Ach nee, da. Wie viel? Da will ich raus hier. Wie? Wie? Irgendwann eine Freundin. Hol das Geld jetzt raus, wer ist deine Freundin? Wie lange seid ihr schon, wie lange seid ihr schon zusammen? 6 Monate? Ja. Wie lange musst du noch? Komm her, nee, gib mal Geld her. Komm her. Komm mal her, Geld her. Zack, zack. Das nehme ich so. Danke schön. Danke, komm, passt schon. Pack ein jetzt. Eine Runde noch, dann sind wir fertig. Komm her. Was denn? Nee, dann musst du den ja kaufen. Dann muss ich den kaufen. Ach, hör auf jetzt. Nimm doch das und sei ruhig hier. Komm her, den noch. Weißt du, was das ist hier? Übrigens, wer will von euch frischen Fisch? Kommt morgen wieder. Hier, komm her. Reicht das? Oh. Der lebt. Der lebt. Ich würde nicht gerne in deine Schuhe treten und mich in diese Mulde legen. Und ich habe nicht übertrieben. Es ist auch genauso, wie ich es gesagt habe. Was kam zuerst, das Singen oder der Bauch? Der Bauch. Der Bauch. Der Bauch. Den würden wir an dieser Stelle gerne mal zeigen, damit also auch die weiblichen Zuschauer sehen, dass das auch gut aussieht. Das ist nicht ein Betonbauch, sondern das ist ein Sixpack. Ja. Einmal zeigen, ist rein dienstlich. Und ich, ja. Ja, okay, so. Also. Das sieht man. Ja, 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 ja. So. Dieser Bauch, den hast du schon immer gehabt oder ist da viel Training drin? Da ist seit langer Zeit viel Training drin. Ich wünschte, ich hätte so einen Bauch. Ich kann doch nicht sagen, es ist vorbei, es war nie so. Bitte schön. Sehr gut. Wollen wir Platz nehmen? Ja, wir können Platz nehmen. Ja. Dann bitte ich also um äußerste Konzentration bei den Fahrern, weil da ist natürlich jetzt das Entscheidende, dass sie die richtige Position treffen. Der Einzige, der keinerlei Gefahr eingeht, ist unser Mandolinspieler. So, ah ja, lass es ja. Let it all hang out. So. Orlando? Wir können ja so machen, du singst und er ist. Natürlich werden jetzt einige wieder sagen, ja Moment, der legt sich doch da in die Mulde rein. Das werden Sie ganz genau sehen, dass das kein Thema ist. Die Autos fahren tatsächlich über den Bauch. Daniel Peric, atme tief. Okay. Und ich sage, top. Die Wette gilt. Und Ja! So,
beginnt eine neue Saison. Wir haben viel Neues mit dabei. Und ich hoffe, Sie haben den Sommer ebenso sinnvoll verbracht wie ich. Ich habe natürlich auch vom Wahlkampf ein bisschen gelernt, muss ich sagen. Ich habe mir dieses Kanzlerduell angeschaut, also Frau Merkel und Herr Steinmeier. Und ich muss sagen, diese Doppelmoderation, das hatte was. Ich habe nicht lange suchen müssen. Sie war mein Gast in der Sommerwetten-Das-Sendung in der Stierkampf-Arena in Mallorca. Und ab jetzt ist sie meine Juniorpartnerin. Herzlich willkommen aus der Schweiz, Michelle Hunziker. Nur ist gut. Wollen wir die junge Frau nicht gleich zu sehr verwöhnen? Ich bin überzeugt, es laufen bereits die ersten Stoppuhren. Mal sehen, wie lange es dauert, bis er sich an sie ranschmeißt. Geben Sie mir noch 2 Sekunden. 1, 2. Michelle. Es wird furchtbar. Was müssen wir tun? Gar nichts. Steh auf diesem Ding stehen bleiben. Nur stehen bleiben. Ich werde dich beschützen. Ich bringe mich in Sicherheit. Und... Jonas, mach was! Ja, was denn? Ich darf mich doch nicht bewegen. Oh. Hallo. Moment. Ich habe ein bisschen die Nase voll, ewig dieser berühmten jugendlichen Zielgruppe hinterherzulaufen. Es bringt ja nichts. Was wollen Sie denn, die jungen Leute? Immer nur ausländische Stars und die kommen dann nicht. In diesem Fall hat mich Mariah Carey sitzen lassen und Victoria Beckham hat auch abgesagt. Gut, bei der verstehe ich es, habe ich gesagt, bleib daheim und ess ein bisschen was. Aber Mariah Carey, also die hätte das überlebt, glaube ich. Wenn sie kommen, dann sitzen sie da und du verstehst sie nicht, dann übersetzt du sie und bis du sie übersetzt hast, wollen sie schon wieder weg. Das ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich und ich sage jetzt an dieser Stelle kurz vor Weihnachten Schluss damit. Es gibt auch Gäste, die man versteht. Wolfgang und Anneliese. Wir sind Hallo, wir sind bei Wetten, dass wir waren grad. Noch bei Verstehen sie Spaß, wir freuen uns auf. Ne richtig tolle Show und auf die Riesengarde sowieso. Ihr lauscht daheim,
wir freuen uns, dass ihr schaut. Stellt doch mal jetzt die Hörgeräte laut. Heute sprengen wir den Rathausplatz als Tommys letzten Wetteinsatz. Ja, ja, bei Wetten, das, da gibt's für jeden was. Der Gottschalk ist so schick, er kauft halt gern bei Kick. Ja, ja, bei Wetten, das, da hat der Papa Spaß. Die Kameras sind mitten auf Michels großen Füßen. Die Wetten, die sind immer toll, bloß fragt man sich, auf was das soll. Bagger, Kinder, Stiefel lecken, Gottschalk springt ins Senftopfbecken. Hofft mal, dass Hugh Grant nicht auf der Couch wegpennt. Und dass der schöne Schweiger Till nicht schon um neun nach Hause will. Die Superstars haben wenig Zeit, der Jet steht draußen schon bereit. Es ist ne Riesenbau, die bezahlt von den Gebühren. Ja, hier ist Wetten, das, hier gibt's für jeden was. Die Beckham kriegt man schlecht, dann kommt halt Ochsenknecht. Ja, nur bei Wetten, das macht überziehen Spaß. Jetzt kommt der größte Gang, wir müssen leider weg. Der Wolfgang und Janne. Immer zu Scherzen aufgelegt. Gerade sag ich noch, die bleiben die ganze Sendung da. Na, was? Tommy, du, wir müssen wirklich weg, mein Schatzelein. Ja. Wir müssen weg. Wir haben uns so auf dich gefreut, mein Schatzi. Du, wir müssen aber weg. Wir haben noch eine Autogrammstunde im Baumarkt in Delmenhorst. Also da müssen wir schon. Da müssen wir ein bisschen Gas geben. Und die freuen sich doch, die Fans. Wir machen es einfach so. Wir kommen in einer Stunde wieder zurück. Ja. Läuft doch super hier. Tommy, machst du alleine weiter. Bis gleich. Tschüss. In einer Stunde sind wir wieder da. So machen wir es, Tommy. So machen wir es. Tschüss. Such a pleasure to meet you. And wait a second, please, Publikum. And I am a huge fan of you, and I have seen all your movies, and I would like to sit next to you. Is that possible, maybe? No, not possible. Nein, das geht überhaupt nicht. That was, okay, then I got one. No, no, thank you. Hello. Hello. Sie sind ein wunderbarer Ersatz. Na, komm, er hat's. Nein, ja. Jetzt bin ich auch beleidigt. Das ist schwierig, diese. Ist sie sonst auch ein bisschen so? This is very nice to meet you, Mr. Grant. I saw all your movies. Pretty Woman was very great. Thank you. Hello. Nice to see you. Da, komm. Ja, nein, da. Ja. Sie wollt doch neben ihm sitzen. Ja, und ich zwischen euch. Sag mal, Marianne und Michael haben ja keinen Nachnamen, aber habt ihr einen? Ja, natürlich, wir heißen Funzfichler. Richtig. Die Funzfichlers. Die Funzfichlers, kannst du Funzi sagen. Funzi, Wolfgang und Anneliese. Ja. Sag mal, wie war das mit dem Baumarkt? Ich war ein bisschen beleidigt, war ich schon. War da einiges los? Das haben wir gemerkt, Tommy. Das ging ja nicht gegen dich, weißt du. Nur wir haben so viele Fans und wir müssen schauen, dass wir überall auch die Leute glücklich machen. Und das war ein Termin, den haben wir jetzt schon seit... Da konnte man nichts wenden. Das war Wahnsinn. Da waren über 1000 Leute waren da, ja. Da gab es ein bisschen Gedränge, da ist einer in die Kreissäge gefallen. Aber Spaß muss sein. Das ja, ist natürlich, Meinung, natürlich, ja? Natürlich. Und merkt ihr eigentlich, jetzt schaut's mal alle nicht hin. Der Jutsch ist richtig nervös, dass ich da bin. Schaut's nicht so auffällig, aber schaut mal, wenn ich so ein bisschen mich zu ihm lehne, was er da macht. Habt ihr das gesehen? Aber ich zeige, ich mach das. Du, ich bleib mit dem Rücken zu ihm. So mache ich die Männer heiß, so habe ich es ja beim Wolfgang damals. Lass doch den Hugh Grant, Anneliese, lass doch den Hugh Grant. Der muss da auch gleich noch zur Autogrammstunde nach Delmenhorst, oder? Ja, das oder? Ist richtig. Na, der ist... Frisurentechnisch erinnerst du mich an meine frühen Tage, aber in der Volksmusik halten sich solche Frisuren natürlich länger. Ja, die kann man sehr leicht zurecht machen. Das geht farblich ganz wunderbar und mit genug Spray funktioniert das auch. Und dir steht's ja auch gut. Gell? Ja, mir zieren das durch. Sag mal, ihr seid der südländischen Richtung zuzuordnen. Volksmusik in Bayern ist natürlich etwas anderes. In Österreich, jetzt komm, es bestraft ihn nicht so. Na, ich hab auch kein Herz aus Stein, Gotschi. Und er hat mich verletzt. Aber gut, ich komme ein bisschen näher. So ist okay. So reicht's, ja. Gell? Ich bin ja auch ein bisschen nervös. Okay, wir. My fine friend, please be careful with this woman. She's hot, but she belongs to me. You know that. I see you. Yeah.
Wir werden Zeugen eines großen Gefühlsdramas. But I can tell you. Wollen wir... Lass uns einfach über die Wette oder irgendwas reden. Gottschi, mach schnell was, mach was. Wir reden über die Wette. Jetzt wird es nämlich eng, aber ich kann natürlich nur mit meiner Kollegin Michelle zu einer Wette kommen. Aber wo ist denn die Michelle eigentlich? Das wollte ich noch... Sag mal. Wo ist denn die Michelle? Ich hab die eben schon gesehen, die hat eine schöne Hose an. Mein Wolfgang, du gehst immer auf die einfachen Dinge. Die hat auch richtig schöne Haare. Ja, da hast du natürlich auch wieder recht. Gibt es eigentlich Volksmusik in England? Marion and Michael oder... Like these two? Ja. Wie die beiden hier? Nothing as bad as this. Nein, nichts, was so schlecht wäre. Das heißt, ihr küsst euch jetzt. Komm, Wette verloren. Ihr könnt küssen. Nicht so anstellen. Hey, immer zu. Herzhaft. Ja, das war keine. Bei ihm war Schnurrbart, bei ihr war es Zunge. Es war wunderschön. Wir werden, es war wunderschön, Bremen, es war wunderschön. Nein, aber ein Gottschi-Knutsch. Wir werden das in Ruhe besprechen. Und top, die Wette gilt. So, also jetzt sensibles Aufnehmen des Balls. Aber er kann mit seiner Schaufel ja quasi... Nicht ganz dahin fahren, sondern er muss. Aha, also er wirft schon. Ja, er wirft mit der Baggerschaufel. Nicht, dass er jetzt da das Ding da drüber hält, sondern er. Er muss irgendwann loslassen und dieser Moment ist natürlich. Da muss man richtig eine zehnte Sekunde. Wow! Donnerwetter. Unglaublich, ne? Donnerwetter. Also ich hatte gedacht, naja, der fährt da mit seiner Schaufel dahin und lässt ihn da so reintropfen. Aber nee. Nein, genau von da. Sehr zart. Man glaubt ja auch nicht, wie viel Sensibilität in so einer Baggerschaufel ist. Schau mal, er darf den Ball ja auch nicht zerquetschen jetzt. Und er muss dann so schnell aufmachen, dass er den Drive in die richtige Richtung kriegt. Ich habe auch richtig gestaunt. Also. Hier nochmal schön in Zeitlupe. Fünf Körper, zwei hat er geschwungen. Aber doch eine ganz schöne Distanz. So 2,5 Minuten hast du noch. 2,5 Minuten noch. Noch zwei Minuten. Du liegst gut in der Zeit, nicht nervös werden. Ja. Das Publikum soll ein bisschen helfen. Die Schaufel ist richtig. Noch 1 Minute 20 Sekunden für zwei Bälle. Er hat ihn. Oh.
Eine Minute für einen Ball. Eine Minute 45 Sekunden jetzt.